Wir gehen nach USA. Wir fahren dort in der Trans-Am-Serie mit einem Audi 200 Allradantrieb und mit einem Turbomotor, 5 Zylinder. Da dachte ich mir, das kann ja was werden, gell? Die Amis dachten, was wollen die mit dem Ding da, mit dem Hubraum, 2110 Kubikzentimeter, 5 Zylinder, was wollen die eigentlich? Und was wir diesen Corvetten und Mustangs da drüben das Fürchten gelehrt haben, das war einfach nur der Hammer. Technisch waren die allradgetriebenen Audi der amerikanischen Konkurrenz deutlich überlegen. Und zwar so deutlich, dass Vierradantrieb und Turbolader per Reglementänderung später aus der Trans-Am-Serie verbannt wurden.